Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Montag zu einem Reading zum Wochenstart. Ja, wir wollen gemeinsam schauen, wie beginnt denn die Woche für uns, was ist wichtig, und dafür gab es heute schon ein Krafttier, wie ihr das schon gewohnt seid, wer mich auf Facebook und Instagram verfolgt. Zum Wochenstart fiel heute ein Tier, das ich gerne wieder hier auch mit ins Video nehme. Denn ich finde, es passt wundervoll in die derzeitige Energie, die wir im Kollektiv haben. Und zwar, ich zeige es euch gleich mal, es fiel das Schweinchen. Ja, und hier auf der Karte heißt es, benutze deinen Verstand mit Bedacht. Das ist eine sehr interessante Botschaft. Und wenn ihr mal schaut, dieses Schweinchen hat hier so kleine Engelsflügel und auch ein geöffnetes drittes Auge. Das finde ich sehr wichtig bei der Illustration, denn dann wird uns dieser Hinweis, den das Schwein für uns hat, gleich noch etwas deutlicher. Wir sollen unseren Verstand mit Bedacht benutzen. Das passt hervorragend zu der Neumondenergie, die wir jetzt im Kollektiv hatten am Wochenende. Denn ich habe letzte Woche viel darüber gesprochen, dass wir oftmals unseren Verstand eben leider nicht mit Bedacht benutzen, sondern wir lassen zu, dass er sich ein bisschen verselbstständigt. Und was macht unser Verstand dann? Er schweift sehr oft in die Vergangenheit ab. Vielleicht merkst du das auch, das ist gerade Thema bei vielen Menschen, und wenn es tagsüber im Tagesbewusstsein nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass du von Dingen träumst, die schon vorbei sind, ja, die in der Vergangenheit liegen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das alles genau so sein muss, um uns an diese Themen heranzuführen, um uns nämlich bewusst zu machen, dass unser Verstand zwar ein äußerst nützliches Werkzeug ist, um uns im Leben zurechtzufinden, um rationale Überlegungen anzustellen, um Dinge abzuwägen. Ja, wir alle wissen, wir brauchen unseren Verstand. Aber ihn mit Bedacht zu benutzen, bedeutet für mich, dass wir ihn nicht zum Regenten machen sollten, sondern dass wir vor allem auch auf unsere Intuition, auf unsere Herzensstimme hören sollen. Und deswegen ist das Schweinchen hier ein bisschen ausgestattet mit ein paar sehr spirituellen Attributen, so wie ich es wahrnehme. Wir hatten letzte Woche, ja, wenn du die Videos gesehen hast, immer wieder dieses Thema, dass viele Menschen ihr Herz ein bisschen verschlossen haben, wenn es in der Vergangenheit schmerzliche Erfahrungen gab. Und ich habe oft angemerkt, dass vor allem der Verstand hier eine große Rolle spielt. Ja? Wenn ich eine Enttäuschung erlebt habe und werde dann mit einer neuen Situation konfrontiert, auf die ich mich einlassen könnte, dann ist es eben ganz oft der Verstand, der hier sofort ein rotes Stoppschild hochhebt und sagt, denk mal dran, was da in der Vergangenheit war. Nicht, dass du wieder einen Fehler machst, dich auf jemanden einzulassen beispielsweise, der dich nicht wertschätzend behandelt oder mit dem das sowieso nichts wird. Ja, das ist alles unser Verstand. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir nach vorne schauen in unsere Zukunft, uns immer mal wieder zu fragen, haben wir vielleicht Ängste in uns sitzen, Bedenken, ja, oder so dieses Gefühl, ich traue mich gar nicht so wirklich eine neue Richtung einzuschlagen, weil ich in der Vergangenheit eben die ein oder andere negative Erfahrung gemacht habe, denn das ist der Verstand, das ist der Kopf. Unser offenes Herz, und an der Stelle herzlichen Dank an alle, die am Samstag bei der wunderschönen Neumond-Session dabei waren. Es war eine so heilsame Meditation mit Jesus, die wir gechannelt bekamen. Ich bin heute immer noch sehr berührt davon und ich danke euch an der Stelle für eure ganz, ganz lieben Rückmeldungen auch dazu, dass es hilfreich war, das Herz zu öffnen. Das war wirklich eine tolle Erfahrung, auch für mich. Und dieses offene Herz, ja, ist ja sozusagen der Gegenspieler zum Verstand.
Denn nur dann, wenn wir offenherzig im wahrsten Sinne des Wortes auf neue Situationen zugehen, ist es uns überhaupt möglich, uns einzulassen. Ja, einzulassen auf das Leben an sich. Denn mit einem verschlossenen Herzen, mit einem Herzen, das wir hinter einer Mauer verbergen, können wir uns gar nicht wirklich aufs Leben einlassen. Denn wir schützen uns dann nicht, so wie wir es eigentlich als Grundidee vorhaben, vor Schmerz, denn wir schalten unsere Intuition aus. Und unsere Intuition ist ja der Gradmesser dafür, dass wir vielleicht auch dieses seelische Frühwarnsystem nutzen können, wenn wir an eine Situation oder an einen Menschen geraten, wo unsere innere Stimme von Anfang an sagt, hier ist Vorsicht geboten. Bloß können wir diese Intuition nur wahrnehmen, wenn unser Herz offen ist. Ja? Wenn du im Übrigen noch Interesse an der Session hast, die ganze Session, also meine ganzen Mond-Sessions werden immer von A bis Z, von Minute 0 bis zu Minute, ja diesmal ging es lang, ja das waren glaube ich 70, 80 Minuten. Wenn du das gerne noch anschauen möchtest, die Aufzeichnung, dann schreib mir eine E-Mail oder eine WhatsApp, dann schicke ich dir die noch zu. Denn es ist wichtiger denn je, meine Lieben, in der jetzigen Zeit unser Herz aufzumachen. Und da gibt uns das Schweinchen jetzt zu Beginn dieser Woche wirklich diesen sehr kostbaren Hinweis, dass wir unseren Verstand natürlich einsetzen sollen, aber mit Bedacht. Welcher Impuls mir da auch kam dazu, ich habe ja heute Morgen schon ein bisschen Text geschrieben drüber, wir dürfen auch immer mal wieder Gedankenhygiene betreiben, ja, man vergisst das, ich vergesse es auch manchmal, dass du dir einfach tagsüber immer mal so eine kleine Pause selbst verordnest, um mal zu schauen, was denkt es denn in mir. Denn unser Verstand neigt tatsächlich dazu, sich zu verselbstständigen. Ja, dann sind wir ruckzuck wieder im Grübeln oder Nachdenken über das, was war. Ja, was hätte ich vielleicht anders machen können? Warum haben sich Dinge nicht so entwickelt, wie ich mir gewünscht habe? Oder wir sind vielleicht in Ängsten, was unsere Zukunft betrifft, gefangen. Und wenn wir uns dessen bewusst machen, dann kannst du vielleicht auch wirklich sehr achtsam in den Moment, in das Hier und Jetzt zurückkommen und dein Herz wieder mit einbeziehen. Ja, das geht am besten, wenn du dir immer mal wieder untertags einfach sagst, ich bin in Liebe. Das ist so ein heilsames Mantra, ja, denn wenn wir in der Liebe sind, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass wir unsere Herzensenergie leben und nicht so sehr die Verstandesenergie. Ja, wenn wir im Grübeln sind, wenn die Gedanken Karussell fahren in unserem Kopf, ja, dann sind wir nicht in der Herzensenergie, dann sind wir in der Gedankenenergie. Aber, das habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, das lohnt sich mal zu googeln, da gibt es also wissenschaftliche Untersuchungen, Messungen, dass Resonanzfeld, also das Feld, mit dem wir manifestieren, um das Herz ist um ein Vielfaches größer als um den Kopf. Deswegen sage ich immer, dass ich nicht der Riesenfan von Affirmationen bin, wenn man die Affirmation nicht tatsächlich fühlen kann. Ja? Das war ja Mode vor vielen Jahren, dass man immer Affirmationen so stur vor sich hingebetet hat, ja, an die man aber gar nicht geglaubt hat. Ja, das typische Beispiel, ich komme ja aus dem Bereich auch Essstörungen, ja, Ernährungsberatung, da hörte man immer wieder, jemand, der an Gewicht verlieren möchte, soll sich vor den Spiegel stellen und soll sich selbst 100-mal hintereinander sagen, ich bin schlank, durchtrainiert, sportlich, habe einen gesunden Körper, habe mein Traumgewicht bereits erreicht. Das funktioniert nicht, meine Liebe. Und wisst ihr warum? Weil wir es nicht fühlen können. Wenn du heute der Meinung bist, du hast ein paar Kilo zu viel drauf und stellst dich vor den Spiegel und sagst dir dann, und das passiert ausschließlich in deinem Verstand, ich habe mein Wunschgewicht bereits erreicht, ich habe einen schlanken, durchtrainierten Körper, dann ist das
ja eigentlich eine Lüge, die du dir über dich selbst erzählst. Und du kannst dein Herz nicht belügen. Das heißt, Affirmationen, eine wunderschöne Sache, wenn du das, was du da aussprichst und was dein Kopf sozusagen wiederholt, auch fühlen kannst. Deswegen auch immer so wichtig, dass wir nicht aus unserem Verstand heraus manifestieren, sondern aus unserem Gefühl. Du kannst dir noch 100-mal am Tag sagen, ich bin ein Magnet für liebevolle Beziehungen, für finanzielle Fülle, für Gesundheit. Wenn du es nicht fühlst, weil in dir drin einfach eine Blockade herrscht und du im Grunde genommen dir momentan ziemlich klein, verloren, hoffnungslos vorkommst, kannst du nicht Fülle, Liebe, Freude manifestieren, weil dein Herzmagnet viel größer ist als dein Kopfmagnet. Ja, meine Lieben, wir hatten jetzt so viel Tarot in der Vergangenheit. Ich habe mir gedacht, wir befragen heute mal das Epic Light Lenormand, ob es noch Klärungskarten gibt, ob es noch zusätzliche Impulse für diesen Wochenstart unter dem Motto Herz über Kopf gibt. Ja, hoppla, das ging aber schnell. Wir haben schon eine Karte. Ja, vor allem in unseren Gesprächen, in unserer Kommunikation mit anderen ist es so wichtig. Es geht in diesem Herbst um unsere Beziehungen und letztendlich auch um die Beziehung zu dir selbst. Also das heißt, zum einen, so nehme ich es wahr, fordert dich diese Karte hier auf, in den Beziehungen mit anderen Menschen wirklich auch immer wieder hinzuspüren, bist du da nur im Verstand oder bist du auch im Herzen? Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn jemand etwas getan hat, was dich vielleicht geärgert hat, was dich verletzt hat, mit dem du nicht einverstanden warst, ja, und du triffst auf diesen Menschen, dann wird dir dein Kopf immer wieder diese Szene vor Augen führen. Du erinnerst dich dann daran, was dieser Mensch getan hat, dir fällt das Negative an dieser Person ein, ja, also wir haben dann so einen kleinen Negativfokus auf dieser Person. Wenn du aber in deiner Herzenskraft bist, dann kommst du ins Mitgefühl. Dann gelingt es dir, das ist natürlich ein hohes Ziel, aber wir können es zumindest versuchen, uns in den anderen Menschen hinein zu versetzen, uns vielleicht mal zu überlegen, was hat der Mensch an dem Tag eventuell erlebt, von dem du gar nichts weißt, welche Probleme hat er vielleicht in seinem eigenen Leben oder mit sich selbst, ja, aus welchem Motiv hat er vielleicht bestimmte Worte gesagt oder bestimmte Dinge getan. Es ist nicht immer alles so, wie es aussieht. Und auch hier können wir unseren Verstand natürlich weise einsetzen. Klar, du sollst dir nichts gefallen lassen oder über deine Grenzen hinweggehen lassen. Ja, alles kein Thema. Aber trotzdem behalte ein offenes Herz. Auch in den Situationen mit Menschen in deinem Leben, wo es vielleicht problematisch ist im Moment. Und dann geht es auch um liebevolles Kommunizieren mit dir selbst, wie ich es hier so spüre. Ja, dass du dich mal fragst, kommunizierst du denn in der Herzenskraft mit dir? Wir sind ja oftmals wirklich sehr streng zu uns selbst, ja. Also wir sind oft unsere größten Kritiker. Wir wissen es gar nicht so gut, uns zu loben und selber auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wow, das hast du gut gemacht. Sondern wir haben auch manchmal auf uns selbst diesen Negativfokus, ja, dass wir gerade das sehen, was vielleicht nicht so gut läuft, wo wir vielleicht in der Vergangenheit auch nicht die Entscheidung getroffen haben, die wir jetzt im Nachhinein treffen werden, ja. Aber da hilft es sehr und ist wirklich heilsam, dir immer wieder zu sagen, du hast diese Entscheidung aus einem ganz bestimmten Grund getroffen. Ja, wenn das für dich vielleicht gerade Thema ist, dass du immer wieder mit dir selbst haderst und auch vielleicht ein sehr strenges Gespräch führst, weil du der Meinung bist, dass du bestimmte Dinge falsch entschieden hast, dann begegne dir liebevoll, begegne dir mitfühlend und wisse, es hatte schon einen Grund. Du hast zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen, die
deinem Wissen, ja, und letztendlich auch deiner inneren Stimme entsprochen hat. Und solltest du dich ärgern, dass du vielleicht gar nicht auf deine innere Stimme gehört hast, sondern nur aus dem Verstand heraus agiertest, dann ist es jetzt eine gute Gelegenheit, es in der Zukunft besser zu machen. Ja? Ich bin kein Mensch, der sagt, jede Vernunftsentscheidung, jede verstandesmäßig getroffene Entscheidung ist falsch. Ja, das Herz hätte immer anders entschieden. Die optimale Lebensführung kannst du dann dir selbst gestalten, wenn du Verstand und Herz in Einklang bringst. Ja, wenn das beides in Harmonie ist und in dieselbe Richtung zeigt. Immer dann, wenn du einen Konflikt spürst, wenn du merkst, wow, mit meinem Kopf würde ich jetzt eigentlich anders entscheiden als mit meinem Herzen. Dann lohnt es sich wirklich mal in die Innenschau zu gehen, zieh dich zurück, nimm dir 10 Minuten Zeit, mach deine Augen zu und spüre in dein Herz hinein. Und dann stell dir deine Möglichkeiten, die du in einer bestimmten Situation hast, wirklich möglichst bildlich vor und fühle in dein Herz. Welches Bild, das dann vor deinem inneren Auge entsteht, fühlt sich so an, als würde dein Herz aufgehen. Wenn du visualisierst, ja, eine Möglichkeit, für die du dich zum Beispiel entscheiden kannst, dann spür hinein, wie fühlt sich das Herz an? Wird das Herz weit? Wird es hell? Fällt dir das tiefe Atmen leicht? Dann weißt du, das ist dein Herzensweg. Fühlt sich das Herz dagegen eng an? Hast du eher ein dunkles Gefühl, ja? Und fällt dir das tiefe Atmen schwer? Obwohl dein Verstand vielleicht sagt, das ist die Lösung, sagt dir dein Herz in dem Falle, nein, ist es nicht. Noch eine Klärungskarte, bitte. Ja, hier fällt die Schlange. Ihr wisst ja, ich betrachte die Schlange vor allem in einem Deck, das 2 weibliche Personenkarten hat, nicht mehr als andere Frau, weil ich das einfach nicht mehr so stimmig finde, ja. Das war ja früher immer so die Stellvertreterkarte für die Rivalen. Klar ist die Schlange auch Symbol für die weibliche Energie. Also es könnte sein, ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise die Schlange als bewertend, ja, anzusehen, dass es momentan vielleicht in einer Verbindung zu einer Frau in deinem Leben nicht so gut läuft. Und da bist du extrem aufgefordert, in die Herzenskraft zu gelangen. Ja, das kann, wenn du als Mann schaust, natürlich deine Partnerin sein, vielleicht auch eine Frau, die du jetzt erst kennengelernt hast, aber auch deine Mutter, deine Schwester, eine gute Freundin. Ja, und wenn du als Frau zuschaust, kann es natürlich auch eine Beziehungspartnerin sein. Es kann aber eben genauso eine andere Frau in deinem Leben sein, vielleicht auch deine Chefin, ja, die gerade eine Rolle spielt, die dich in irgendeiner Art und Weise möglicherweise triggert, ja, dann bist du jetzt aufgerufen, in dieser Woche wirklich mal dein Herz für diese Frau aufzumachen. Für mich steht die Schlange aber auch immer symbolisch für die Heilung. Ja? Die Heilung in dem Sinne, dass du dir auch bewusst machst, dass du nur dann, wenn dein Verstand ab und zu mal in den Hintergrund tritt, du wirklich die Möglichkeit hast, an deine dunklen Themen, an deine Schattenanteile heranzukommen. Wenn du immer nur im Kopf bist, ja, wenn du gar nicht in dein Herz hineingehst, wenn du dir nicht die Zeit für den Rückzug nimmst, um mal nach innen zu lauschen, was möchte denn in mir gesehen werden, ist keine Heilung deiner Urwunden möglich. Denn dann bleibst du an der Oberfläche. Wir können über eine Wunde, die in uns ist, nicht nachdenken und dadurch Heilung erfahren. Das geht nicht. Ja? Also unser kognitiver Verstand kann uns zwar sehr, sehr nüchtern erklären, warum es beispielsweise in einer bestimmten Situation nicht nötig ist, Angst zu haben. Nehmen wir an, deine Urwunde ist die Angst, verlassen zu werden. Ja? So, und jetzt hast du aber einen ganz liebevollen Partner oder eine liebevolle Partnerin. Jetzt kommt diese Angst immer mal wieder hoch. Und dann könnte es sein, dass du dir einfach im Verstand sagst,
ich brauche keine Angst zu haben. Dieser Mensch ist liebevoll zu mir, der ist fest in der Beziehung mit mir, ja. Der wird sich nicht trennen oder sie wird mich nicht verlassen. Das ist der Kopf. Aber fühlst du es auch? Das heißt, ist da in deinem Herzen dieses tiefe Urvertrauen? Dieser Mensch ist an meiner Seite, solange sich das für ihn und für mich oder für sie und für mich stimmig anfühlt. Und selbst dann, wenn dieser Mensch sich eventuell eines Tages dazu entscheiden sollte, einen anderen Weg einzuschlagen, der mich nicht mehr beinhaltet, weiß ich, dass ich mit dieser Situation zurechtkomme, weil die wichtigste Verbindung, die du in deinem Leben hast, ist die Verbindung zu dir selbst. Gleichgestellt, zumindest für mich, mit der Verbindung zu deiner Quelle, zu Gott, zu deinem Schöpfer, zum Universum, wie immer es für dich stimmig ist. Also, der Verstand kann nicht heilen, was im Herzen wehtut. Ja? Das kann nur das liebende Mitgefühl für dich selbst. Ja, eine Karte noch bitte. Das geht heute aber wirklich schnell. Ja, was soll ich sagen? Wunderschön die Blumen. Die Blumen für dein Selbstwertgefühl, aber auch für ein Geschenk. Eine ganz tolle Karte im Lenormand, die zeigt, und ich glaube, da ist schon sehr, sehr deutlich heute der Hinweis auf diese liebevollen Selbstgespräche, wie wichtig es ist, dass wir uns selber Wertschätzung gegenüberbringen. Kein anderer Mensch kann dafür sorgen, dass du lernst, dich wie ein Geschenk zu fühlen. Denn mache dir immer wieder bewusst, wenn du gerade einen Menschen in deinem Leben hast, ja, der dir täglich aufs Neue die Bestätigung gibt, du bist toll, du bist eine tolle Frau, du bist ein toller Mann, ja, dann ist das natürlich wunderschön und das ist auch ein Geschenk, ja. Aber wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, dass uns das, was von außen kommt, jederzeit auch wieder abhanden kommen kann. Das heißt, diese liebevolle, heilsame Verbindung zu dir selbst, die eben nicht nur im Kopf kreiert wird, sondern die du fühlen musst, um dann auch stabil in deinem eigenen inneren Zuhause zu ruhen, die steht jetzt im Vordergrund. Und das ist keine leichte Aufgabe, ja, deswegen hatte ich ja den Herbst schon in den Sternzeichen-Readings als heißen Herbst bezeichnet, ja. Denn da geht es ans Eingemachte, da geht es darum, nochmal an die Urwurzel allen Übels zu schauen, denn meistens haben wir eine große Urwunde, aus der dann alle unsere Ängste, unsere Selbstzweifel etc. hervorgehen. Und das ist nicht angenehm, dahin zu schauen. Ja, das ist quasi wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Aber wir wissen ja vom Zahnarzt ganz besonders, wenn ein Zahn schmerzt und da gäbe es an der Wurzel etwas zu tun und der Zahnarzt würde dann nur die Zahnoberfläche behandeln, würde das überhaupt nichts nutzen. Und so sehe ich diesen Herbst an, ja, dass wir einfach eintauchen dürfen in uns selbst, in unsere Herzensenergie. Wir schauen uns zum Schluss noch die Unterseite des Decks an, das mache ich ja immer gern. Ja, wie passend der Spiegel an der Unterseite des Decks, es geht also um dich selbst. Schau dich an und schau dich auch an im Spiegel deiner Beziehungen. Unsere Beziehungen, die Partnerschaften, die Verbindungen zu anderen Menschen spiegeln uns sehr, sehr deutlich, was wir selbst für eine Ausstrahlung haben, in welcher Energie wir sind. Ja, wenn du dich wunderst, dass du immer wieder Menschen in dein Leben ziehst, die dich nicht wertschätzend behandeln, die dich vielleicht auch gar nicht sehen, die dich vielleicht sogar geringschätzig behandeln, dann darfst du mal einen Blick, und der muss sehr ehrlich sein, dieser Blick darauf werfen, wie du dich selbst noch behandelst. Denn wenn du dir die Wertschätzung gegenüberbringst, die du verdienst, wenn du gelernt hast, deine Wunden zu heilen, liebevoll mit dir kommunizierst, in deiner Herzenskraft bist und verinnerlicht hast, du bist ein Geschenk, denn als Geschenk hat Gott, dein Schöpfer, die Quelle, dich gemeint. Für ihn oder sie
bist du ein Geschenk. Wenn du das gelernt hast und nicht nur im Kopf verstanden hast, sondern du kannst es fühlen, auch wenn du dich selbst im Spiegel betrachtest, ja, zu dem Beispiel von vorhin zurückkommend, dich im Spiegel zu betrachten und zu sagen, das bin ich. Und selbst wenn du vielleicht ein paar Kilo zu viel hast, ja, und du bist momentan nicht in deiner Höchstform, ja, so wie das Beispiel vorhin davon gehandelt hat, dich dann trotzdem, so wie du bist, anzunehmen und zu sagen, okay, ich habe es mir einfach ein bisschen gut gehen lassen in der letzten Zeit. Aber ich werde jetzt meiner Seele ein schönes Zuhause bauen, ja, indem ich mal ein bisschen drauf achte, dass ich mich vielleicht gesünder ernähre, dass ich vielleicht mich mehr bewege, ja, dann ist das gelebte Selbstliebe, die du fühlen kannst. Ja. Ja, meine Lieben, ein sehr interessantes Reading zum Wochenstart. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wir hören uns wieder spätestens am Mittwoch, würde ich sagen, mit einem One-Card-Channeling. Ich bin immer sehr, sehr froh, wenn ihr kommentiert, ja, ob es gepasst hat. Ich lese das vielleicht nicht immer gleich am nächsten Tag, am übernächsten aber auf jeden Fall. Denn ich will mir dafür Zeit nehmen. Ich überfliege das nicht nur, sondern ich lese wirklich jeden Kommentar. Und finde das dann auch einfach wunderschön, Bestätigung zu bekommen, eine Rückmeldung von euch, ob ihr euch wiederfinden konntet in diesem Reading. Ja, für persönliche Readings schreibt mir gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail. Die Wartezeit ist im Moment gar nicht so lang, eine Woche ungefähr. Dann habt ihr euer persönliches Reading. Das gesamte Angebot von mir findet ihr auf meiner Homepage und die ist hier verlinkt in der Infobox unter diesem Video, genauso wie meine Handynummer und meine E-Mail-Adresse. Ja, dann habt jetzt einen guten Start in diese Woche mit dem tollen Schweinchen und dann freue ich mich, wenn wir uns am Mittwoch zum One-Card-Channeling wieder hören. Ich sende euch eine ganz liebe Umarmung. Eure Uli. Tschüss.